Ich möchte zuerst einmal erzählen, wie ich zum Meierkalender gekommen bin, weil ich ja annehme, dass einige von euch, ich weiß von einigen, dass sie schon ein bisschen was wissen oder über den Meier was wissen. Ich bin gekommen zum Meierkalender eigentlich am Anfang, weil ich wusste, dass die Meier ein Kalendersystem gehabt haben oder dass es sowas wie einen Meierkalender gibt. Das war mir relativ wurscht. Ja. Und dann habe ich gehört, dass der Meierkalender endet 2012. Ja, ist auch schön. Und irgendwann bin ich dann auf den Karl Kallemann gestoßen. Der Kallemann ist einer der bedeutendsten Forscher über den Meierkalender, hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Und wie ich dann eines seiner Bücher gelesen habe, über den prophetischen Kalender der Meier, bin ich drauf gekommen, dass der 2003 geschrieben hat, 2007, 2008. Wird zu einem Zusammenbruch des globalen Monopoly-Spiels kommen, also Zusammenbruch der Weltwirtschaft oder der Finanzwirtschaft. Und das ist dann tatsächlich eingetreten. Und der Kallemann hat das 2003 oder teilweise schon 2001 vorausgesagt. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie was, was mich schon interessiert, warum der das sagen kann. Ja? Also der Kallemann ist kein Ökonom, der hat jetzt nicht gesagt, wie das passieren wird oder so, sondern hat nur gesagt, es wird zu einem Zusammenbruch des globalen Monopoly-Spiels kommen, auf kapitalistischer Ebene. Und das war dann die Finanzkrise von 2008, die 2007 schon begonnen hat. Und er hat das allein aus dem Meierkalender heraus begründet. Also nicht aus finanztechnischen, oder er ist kein Ökonom, wie gesagt, und hat das einfach nur begründet, weil es mit den Energien des Meierkalenders zusammenhängt. Und das hat mich dann schon sehr fasziniert und ich habe dann begonnen, seine Bücher zu lesen. Und da bin ich drauf gekommen, dass der Meierkalender anders als alle anderen Kalender auf der Welt eine Entwicklung beschreibt. Was ich noch vorher, weil der Michael da ist und wir uns auch schon ein bisschen über Facebook unterhalten haben, über den Zolltin und über die Kalendersysteme der Maya, was ich vorher noch dazu sagen möchte, ich weiß nicht, wer von euch außer Michael dem Maya-Kalender bisher gefolgt ist oder einem Zolltin gefolgt ist oder so. Ja, ich. Ja? Dem Dream Spell, oder? Ja. Seit 95. Ja, und das ist... Und seit 2 Monaten keine Meinung. Okay, also brauche ich da nicht mehr viel dazu sagen. Es ist Folgendes, also die Maya haben gelebt bis zu, also die Hochkultur ist ungefähr 800 und dann 1200 zu Ende gegangen und haben ihr Wissen aufgeschrieben und in Stein gemeißelt, und es sind aber aufgrund der Kolonialisierung durch die Spanier nur vier Bücher übergeblieben. Also die haben tausende Bücher geschrieben gehabt und es sind nur vier Bücher übergeblieben, die schon früh genug nach Europa gekommen sind, sodass sie nicht zerstört oder verbrannt werden konnten. Und dementsprechend schwierig war es, das Wissen der Maya wieder ans Tageslicht zu bringen. Und der Argüles, ein mexikanischer Forscher, hat sich sehr um den Maya-Kalender bemüht und den Zolkin wiederbelebt. Der Zolkin ist der 260-Tages-Kalender. Das heißt, die Maya haben ein Kalendersystem, das sehr kompliziert ist, das auf verschiedenen Einheiten beruht, aber nichts davon ist eigentlich astronomisch oder nur abgeleitet astronomisch. Also, wir haben ein Kalendersystem, Jänner, Februar, März, April bis Dezember. Das besteht aus 12 Monaten, weil die Erde in 365 Tagen um die Sonne sich dreht. Die Moslems haben ein Kalendersystem, das auf dem Mondkalender basiert. Ist auch ein astronomischer Kalender. 28 Tage, und deswegen verschiebt sich der Ramadan zum Beispiel, der Fastenmonat der Moslem, verschiebt sich in unserem Kalender immer wieder um ein paar Monate oder um ein paar Wochen. Und deswegen ist es dann für die Moslems besonders bitter, wenn der Ramadan auf den August oder auf den Juni oder Juli fällt,
weil die Moslems im Ramadan immer nur essen dürfen, wenn es dunkel ist. Ja? Und dann wird es ziemlich spät dunkel im Juni und Juli, August. Und wenn der Ramadan in diese Monate fällt, dürfen die Moslems erst um 8 und um 9 essen. Wenn der Ramadan dafür im Dezember ist, dürfen schon um 4 essen. Und deswegen haben die Moslems halt einen Kalender, der dem Mond folgt. Also alle 28 Tage ändert sich das Monat und dementsprechend verschiebt sich der Ramadan, also der Fastenmonat, in unserem Kalender dann oder im Sonnenkalender schon um ein paar Wochen oder ein paar Monate. Der Rab ist das Sonnenjahr. Genau, ja, 360 plus 5. Genau. Die Maya waren ja nicht deppert. Die haben ja schon gewusst, dass die Erde in 365 Tagen um die Sonne kreist. Es war ihnen nur relativ wurscht. Für das praktische Leben hat es praktische Kalender gegeben, den Hab, mit 360 Tagen plus 5 Tage, die mehr oder weniger heilige oder Ruhetage waren, sodass man auf die 365 Tage kommt, mit denen man um das Jahr gut herumkommt. Ja? Was ich nur sagen wollte, ist, dass die Grundlage der Maya, die Grundlage des Maya-Kalenders beruht also nicht auf einem astronomischen Zyklus, weder Sonne noch Mond, sondern beruht auf etwas, was sie in Jahrtausenden herausgefunden haben, was darüber hinausgeht und was nicht und hinter der Astronomie steht. Das heißt, der Maya-Kalender beschreibt auch Zeiten oder kann auch Zeiten beschreiben, wo es überhaupt noch keine Sonne gegeben hat. Also, so wie die Clara heute gesagt hat, oder gerade vorher gesagt hat, wir befinden uns jetzt in der 9. Welle des Maya-Kalenders. Das ist ein, da kommen wir jetzt mal hin, was das alles bedeutet. Warum sind Sie deppert? Nee, sie waren nicht deppert. Sie waren nicht deppert. Sie haben schon gewusst. Ja, genau. Das Universum kennt keine Verneinung. Also, sie waren blitzgescheit, ja? Die Maya haben, oder die vier Bücher, die erhalten sind von den Maya, das sind Kodizes, der Dresdner Kodex ist das bekannteste, das ist ein Buch, das gleich nach der Entdeckung von Yucatan nach Dresden gekommen ist und deswegen nicht zerstört werden konnte. Und alle diese vier Bücher sind Kalender. Und auch die Inschriften in den Stelen und in den Pyramiden, die die Maya gemacht haben, sind alles Kalender. Und dementsprechend interessant ist es für die Maya gewesen, Zeit zu analysieren. Also die haben das in einer Weise gekonnt, wie wir heute nur staunen können drüber. Und zwar haben sie das im Laufe von Jahrtausenden über Tageswächter gemacht, wo es jeden Tag einen schamanischen Wächter gegeben hat, der diesen Tag beobachtet hat, der die astronomischen, die Naturereignisse, die Ernte, die politischen Ereignisse notiert hat. Und aufgrund der Analyse jedes einzelnen Tages sind sie dann auf einen Schluss gekommen, was eigentlich da dahinter steht, hinter der Entwicklung des Universums. Und was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass der Maya-Kalender anders als alle anderen Kalender auf der Welt eine Entwicklung beschreibt. Sonnenkalender und Mondkalender beschreiben ja nur Zyklen. Es ist immer wieder dasselbe. Wir haben 2011 und es ist Jänner, Februar, März, April und wir haben 2012 und es ist Jänner, Februar, März, April und es ändert sich eigentlich nichts. Die Jahreszeiten bleiben gleich, es ist den Jahreszeiten angepasst, aber es beschreibt überhaupt keine Entwicklung und keine Evolution. Und das, was der Maya-Kalender kann, ist, dass er eine Evolution des Universums beschreiben kann, vom Anbeginn der Welt,
Also mehr oder weniger vom Urknall bis zum heutigen Tag und noch darüber hinaus. Und deswegen kann man ihn auch als prophetischen Kalender bezeichnen. Das, was Achilles gemacht hat, um dann noch kurz auf den Dreamspell zu kommen, ist, dass der Achilles den Maya-Kalender, nämlich den Tolkien, das ist der 260-Tages-Kalender, der spirituelle Kalender der Maya, genommen hat und in seiner Weise verdreht hat eigentlich. Also das, was er gesagt hat, das war eine Offenbarung. Die Maya wollen damit nichts zu tun haben. Und man kann das googeln, es gibt auch ein paar YouTube-Videos, glaube ich, sogar darüber, dass die Maya Elders, also Don Alejandro und die Ältesten der Maya, bis zur UNO gegangen sind und gesagt haben, leave our calendar alone. Also lasst unseren Kalender in Ruhe, weil der Achilles aufgrund dessen, dass er sich halt als Prophet gesehen hat oder was auch immer, etwas gemacht hat, was nicht mit dem Maya-Kalender übereinstimmt, nämlich den Tolkien so hingesetzt hat, dass er den Kin 11 gehabt hat und seine Frau den Kin 22 und gesagt hat, das ist der Dreamspell-Kalender, der 13-Mond-Kalender, der hat aber nichts mit dem Maya-Kalender zu tun eigentlich. Und dementsprechend verwirrt. Er ist anders synchronisiert. Er ist anders synchronisiert und dementsprechend stimmt er nicht. Ah, stimmt auch. Nein, er stimmt nicht. Das funktioniert um beide, das ist interessant. Naja, es ist der Maya-Kalender nach Achilles, der ist seit 15, 16 Jahren durch das kollektive Feld aufgeladen. Es sind ein paar Millionen Menschen, die damit arbeiten. Da baut sich ein energetisches, morphogenetisches Feld auf. Deswegen funktioniert er. Ich habe es mit Astrologie quer gecheckt. Ja. Man schaut dann durch zwei Qualitäten. Das ist halt so oder so. Aber es passt zusammen. Also mit Astrologie passt es zusammen. Ja, das kann schon sein, aber das, was der Maya-Kalender, also das, was der Sinn des Maya-Kalenders, oder die Qualität des Maya-Kalenders ist, des Kalendersystems, ist, dass er über die Astrologie hinausgeht. Dass du eine Entwicklung des Universums beschreiben kannst, so wie wir uns jetzt eben gerade in der neunten Welle befinden, was wir nachher darüber reden werden, was das heißt. Und diese Entwicklung kann der Achilles nicht mitmachen. Also der Dreamspell, der stimmt vielleicht ein paar Tage oder ein paar Energien, aber ist einfach falsch. Er ist einfach, ist einfach eine Erfindung. Entschuldigung, ich habe da noch eine andere Seite. Also ja. Mit dem Dr. Heinz Sifke, das ist ein chirurgischer Male, der hat den Achilles getroffen und hat ihm eigentlich sozusagen von seiner wissenschaftlichen Seite mal die schamanische Seite dazu gegeben. Und man sagt dann, dass der Swift gesagt hat, jetzt habe ich zum ersten Mal das verstanden, was ich ihm gesagt habe, also weil sie sich einfach so gut verstanden haben. Ja. Das heißt, für mich ist es so, dass wenn ich sagen würde, es ist etwas falsch, ja, das würde überhaupt nicht meinem Bewusstsein entsprechen. Im Gegenteil, ich schaue einfach immer, wo verbindet es sich. Also ich kann zum Beispiel meine astrologischen, mein Horoskop voll im Maya-Kalender wiederentdecken. Ja? Also für mich wäre das völlig uninteressant, also das ganze System völlig uninteressant und eigentlich auch undenkbar, wenn ich davon ausgehen würde, dass es irgendetwas Falsches gibt in einem Kalendersystem. Es ist ein, wie Sie richtig gesagt haben, also es ist einfach es beschreibt einfach einen 260-Tages-Zyklus. Ja. Ja, Sie haben sie Tageszähler und Tageshüter genannt. Voll spannend, ne? Sie haben einfach den Tag beobachtet und so weiter. Und ich als Europäer, nämlich der Swift, die Schamanen haben ja immer die Aufgabe, sozusagen das, was sie in ihrem Verständnis haben, für uns Europäer so darzustellen, dass wir es verstehen. Das ist einfach der Kastanienweise, das sind so Hilfen, dass wir ein bisschen hineinkommen in diese Denkweise. Ja. Und für mich ist es einfach total wichtig, also ich arbeite schon seit 13 Jahren mit dem Maya-Kalender. Mit dem Dreamspell oder was? In Mai, was ich verstehe, also ich verstehe es vieles nicht, wo mein Herz oder wo meine Intuition mich leitet. Ja? Und ich weiß ganz genau, dass der Maya-Kalender, den wir da jetzt mit Johann Kössner machen, überhaupt nichts auf einer Ebene mit dem zu tun hat, was da in Yucatan ist. Und trotzdem kann ich
gut. So viel damit anfangen. Das kann, ja, das bestreite ich ja nicht. Nur das, was ich sage, ist, dass das mit dem Maya-Kalender nichts zu tun hat. Es gibt ja verschiedene Maya-Kalender, das haben Sie ja selber gesagt. Machen wir weiter, ich habe keine Ahnung über Maya oder Chemaya. Und dann benutzt ihr jetzt Schrift, Pip, das verstehe ich ja nicht. Erzähl weiter, würde ich sagen, ja? Und dann lösen wir das Thema, ob das korrekt ist oder nicht. Ja, können wir machen. Dass wir ein bisschen mehr kommunales Vokabular haben wollen. Okay, ist mir sehr recht. Ja. Können wir machen, gerne. Ja. Der Maya-Kalender ist ein Kalendersystem. Hat viele verschiedene Kalender. Zum Beispiel in Tolkien. Der Tolkien ist der spirituelle Kalender, der 260 Tage dauert. 260 Tage deswegen, weil es 13 Töne mal 20 Zeichen gibt und wenn du 13 mal 20 kombinierst, kommst du auf 260 Tage. Das hat überhaupt nichts mehr mit unserem astronomischen Jahr zu tun, sondern ist eine Einheit, die Maya gefunden haben, aufgrund der mehr oder weniger jahrtausendelangen Beobachtung von Zeit, von linearer Zeit. Dieser Tolkien ist deswegen interessant, weil es für das Verständnis von uns Europäern. Wir gehen immer wieder, auch wenn wir unsere Horoskope betrachten, vom babylonischen Horoskop mit 12 aus. Wir haben 12 Zeichen, wir haben 12 Sternzeichen, wir haben 12 Häuser, wir haben 12 Monate. Der Maya-Kalender oder die Maya gehen nicht von der 12 aus, sondern von der 13. Dementsprechend entwickelt sich kein Zyklus, der immer wieder neu beginnt, sondern ist etwas, was Evolution beschreiben kann. Es ist aber interessant, warum das Christentum zum Beispiel, wenn man sich das Abendmahl von Leonardo oder auch jedes andere Bild des Abendmahls von Jesus und seinen Aposteln anschaut, sind es 12 Apostel plus einer. Oder die Flagge der Europäischen Union sind 12 Sterne. Das ist unser Bewusstsein im Zentrum der Welt, in der Mitte der Welt, in Mitteleuropa und in diesem Gebiet, in dem wir leben, dass sich nach 12 immer wieder alles wiederholt. Die Maya gehen davon aus, dass 12 plus 1, so wie die im Abendmahl, 12 Apostel plus ein Jesus am Tisch sitzen, sind zusammen 13. Und die Maya gehen nicht davon aus, dass man 12 plus 1 teilt, sondern die Maya gehen davon aus, dass es 13 solche Töne gibt. Und dementsprechend, aufgrund dieser Zahl 13, kann sich etwas entwickeln, was sich aufgrund der 12 nicht entwickelt, weil es sich immer wieder wiederholt. Und die 20 Zeichen sind auch etwas, was Kalemann analysiert hat als Biologe. Der Kalemann ist Biologe von seiner Ausbildung her, hat bei der WHO gearbeitet und so weiter, ist Krebsspezialist und so weiter. Und er sagt, er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Purposeful Universe, das zielbewusste Universum. Er sagt, nichts in der Biologie macht Sinn oder ergibt einen Sinn, wenn man es nicht aus der Perspektive des Maya-Kalenders betrachtet, weil zum Beispiel, warum haben wir 20 Finger und 10? Ja? Das heißt, die 13 und die 20 sind heilige Zahlen der Maya. Man hat 13 Töne, so wie bei uns die Oktave. Wenn wir 13 Halbtonschritte lang gehen, kommen wir wieder zum selben Ton und haben eine Oktave vollendet. Und bei 20 ist auch eine Zahl, die im System der Maya heilig ist. Man hat 20 Zeichen, die mit den 13 Tönen so kombiniert werden, dass sie dann, wenn man sie ineinander verschachtelt, 260 Tage ergeben und nach 260 Tagen fängt der Zyklus wieder neu an. Das ist der Tolkien. Das zweite System, das die Maya haben, ist das 360-Tun-System. Das finde ich deswegen interessant, weil es ungefähr, so wie beim Harb-Kalender, ungefähr den 365 Tagen eines Erdumlaufs um die Sonne entspricht. Aber das stimmt eben nicht ganz,
sondern es sind wirklich 360 Tage. Und das, worüber wir jetzt dann sprechen werden, beruht auf diesem 360er-System. Das heißt, die Maya haben zwei Systeme gehabt, das sind 260 und 360, was grundsätzlich einmal nichts mit Astronomie zu tun hat. Nur das, was ich mir denke, ist, dass aufgrund dessen, dass wir auf einem Planeten leben, oder warum ist überhaupt Leben auf der Erde möglich? Ja? Vielleicht deswegen, weil wir in ungefähr diesen 360 Tagen um unsere Sonne kreisen. Und ich denke mir, dass wenn wir irgendwann in der nächsten Zeit Planeten entdecken werden, wo Leben möglich ist, dass die auch irgendwas mit diesen 360 zu tun haben werden. Also ich bin, seit ich die Analyse des Maya-Kalenders kenne, ziemlich überzeugt davon, dass das Leben auf dieser Erde möglich ist, deswegen, weil es ungefähr 360 Tage sind, mit denen wir um die Sonne kreisen. Und aus welchem Grund? Wo ist der Zusammenhang? Weil es ein universaler Plan ist. Was hat das mit 360 zu tun? Das ist anscheinend eine Zeitspanne, die kosmisch ist. Ist Zeit kosmisch? Ja. Also ich meine, diesen Endlichkeit nach der kosmischen Zeit. Also Zeit ist auch dehnbar und relativ, wie wir wissen. Ne? Das ist Zeit und Ort sind relativ. Also wenn also die Ewigkeit, die Unendlichkeit auf 360 angewiesen sein sollte, auf die Zeitspanne, also wie wollen wir das feststellen können? Gibt es Zahlen müssen. Ja, schon. Aber jedes Jahr eine bestimmte Energie geben wird. Das? Aber nur 360, es gibt so viel. Es gibt so viel, was wir uns gar nicht vorstellen können. Das stimmt schon. Die Frage stellt sich, wie wollen wir das überprüfen und wie. Wir können das überprüfen. Das ist der Punkt. Also, wir können es auch gar nicht behaupten. Also, es geht nur darum, ob es plausibel ist oder nicht. Und das, was. Das, was das Kalendersystem der Maya aussagt, ist mehr oder weniger von Anfang bis zum Schluss ziemlich plausibel und stimmt mit dem überein, was wir erkennen können. Und der Maya-Kalender ist ja nicht nur ein zeitliches System, sondern ist ein Rahmen der Raumzeit. Das heißt, Raum und Zeit sind im Maya-Kalender... Hier bei uns auf dieser Ebene. Ja? Und seit Einstein wissen wir, dass Kant hat erkannt, dass es, was wir erkennen können, dass wir hier alle sitzen, was weiß ich, das ist Schloss Gillenberg am Freitag, den 3. Juni. Wir haben einen Raum und wir haben einen Ort und wir haben eine Zeit, wo wir uns treffen. Und da sitzen wir jetzt alle. Die Außerirdischen, bei denen wird es auch so sein. Dritten 6 ist auch wieder neu. Dritten 4 ist jetzt 2013. Aber ist es nicht so, dass diese 360 Tage meditativ sind? Das weiß ich nicht. Also das, was... Für Menschen auf der Erde. Für Menschen auf der Erde, ja. Ja, also auch die 7-Tage-Woche hat sich als plausibel erwiesen. Weil der heutige Tag ist auch noch lustig in dem Sinne. Schaut, 3.6., 360, 36, ja. 2011 ist 4, 6, 3, 9, 11. Ja, man kann das mit jeder Zahl machen. 13, das ist genauso gut später. Man kann das mit jeder Zahl machen. Das, worum es mir geht, ist, dass das Kalendersystem der Maya eine prophetische oder ein raumzeitlicher Rahmen ist, in dem man mehr oder weniger die Entwicklung des Universums nachvollziehen kann. Ja, genau. Ja, aber viel ist nicht bekannt. Ja, deswegen ist es so gut zum Nachvollziehen. Deswegen ist es natürlich, also verschiedenes nachvollziehen. Ich sage immer, also es ist nicht so schwer, also jetzt irgendein beliebiges System aufzustellen, beliebige Zuordnungen aufzustellen und dann das Ganze also irgendwie in ein System zu fügen. So etwas passiert ja ständig in jedem Bereich immer wieder, ne, dass jetzt irgendwie ein neues System entsteht mit irgendwelchen relativ beliebigen Zuordnungen und dann wird es unter die Leute gebracht und die Leute sagen, ja, super, es funktioniert. Weil ich irgendwie viele
Das, ja, das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Das ist, denke ich, also sehr. Ich weiß nicht, was du denkst, an welches System du da denkst. Ja, zum Beispiel die Bachblüten oder diese komischen Engelwässerchen, die meine Mutter da immer besorgt, die, also die Wässerchen, die dieses oder jenes helfen sollen oder ich weiß nicht. Jede Art von Aberglaube hat immer funktioniert. Für den, der Verlauf hat. Dafür müssen sogar die katholische Kirche haben, ihre Erfolge zu verzeichnen. Weißt du, was mich am Meierkalender sowas von fasziniert hat? Dass sich die genannt haben Tageshüter oder Tageszähler. Etwas, was gezählt wird, ist ähnlich. Und da hat uns ein Volk vor 5000 Jahren, das wir wahrscheinlich jetzt sowas haben, also etwas erkannt, eine Konstellation, das ist sehr wohl astronomisch, die sind aber in einer Tempel gewesen und haben da einfach wirklich voll wahnsinnige Berechnungen gehabt, was wir überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und die haben gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der es so zugehen wird, und das müssen wir unseren Nachfahren überbringen, übergeben. Wie kennen wir das? Mit einem Kalender, der 2012 zu Ende geht. Ja, das war für mich... Der geht schon 2011 zu Ende. Oder 2011, 2012, ja. Zwischen, weil das Jahr immer im Juli endet. Das war für mich, ich bin da eingestiegen vor 13 Jahren, das war halt so zufälligerweise. Und ich habe das jetzt 13 Jahre beobachtet, ja, diese ganzen Tolkien-Geschichten mit diesen Synchronizitäten und allem, ja, und den Erlebnissen draußen, was alles passiert ist, und dass man das immer irgendwie auch wieder auf den Tolkien zurückführen konnte. Und was mich voll von den Socken schmeißt, ja, ist, dass wir knapp vor 2012 stehen. Ja. Ich habe also ein Leben gewählt am Ende eines Fraktals von 26.000 Jahren. Ich bin dabei. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, in ein neues Zeitalter hineinzuschauen. Und die haben nicht gesagt, die Welt geht unter, der völliger Blödsinn. Das haben hat dann die katholische Kirche und so weiter rausgemacht. Die haben gesagt, das ist das Ende der Zeit. Und wisst ihr, was das heißt? Dass wir nämlich überhaupt uns nichts mehr ausmachen können. Morgen bist um 15 Uhr dort oder was. Sondern unsere Intuition ist gefordert. Ohne Handy und ohne Navigationssystem werden wir wieder lernen, auf den Plätzen zu sein, wo wir uns alle gegenseitig zusammensuchen und finden. Ja? Und das ist für mich der Maya-Kalender. Der hat mir einen Weg gewiesen nach 2012. Ja? Und das ist... Ja, das hat mir... Wow, ich bin dabei. Ja. Das ist genau das, was... Das ist genau das, was heißt, der Maya-Kalender endet. Ja? Genau. Der Maya-Kalender endet 2012, das ist mehr oder weniger bekannt. Ja, Es geht darum, und was weiß ich, die Welt geht unter, oder was weiß ich, welche Fantasien es da gibt. 2012, da gibt es den Roland Emmerich-Film, dass da Sintfluten kommen und was auch immer. Es gibt eine Inschrift auf einem Monument in Palenque, das ist das Portuguero-Monument. Das sagt etwas darüber, was passieren wird, wenn der Kalender endet, wenn der Long Count endet. Und die Inschrift heißt Bolon Jok de Kuh. Genau, jetzt wissen wir es. Ein Witz, oder? Das war Scherz. Bolon Jok de Kuh. Wir können das, was die Maya uns hinterlassen haben, oder versucht haben zu hinterlassen, ungefähr seit 30 Jahren entschlüsseln. Ja, es ist schon wahnsinnig schwer, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Es ist schwer, vom Tschechischen ins Deutsche zu übersetzen. Wie schwer ist es zu übersetzen von einer Kultur, die in Zeichen und Nummern gesprochen hat, in unser heutiges Verständnis das zu übersetzen? Ja? Das, was diese Inschrift besagt, die heißt Bolon Jok de Kuh. Das heißt, in unsere Sprache übersetzt, an diesem Zeitpunkt oder zu dieser Zeit, wenn der Kalender endet, werden 9 Götter in aller Herrlichkeit auf die Erde herabsteigen. Wow, cool. Das heißt,
Was heißt neun Götter? Von unserer Warte heraus haben wir eine bestimmte Vorstellung von Gott. Wenn man versucht, es auch metaphysisch und nicht nur spirituell, also verbindend zu betrachten, könnte man sagen, neun Energien werden sich manifestieren. Neun Qualitäten, neun Energien, neun göttliche spirituelle Energien werden in aller Herrlichkeit auf die Erde herunterkommen. Und das ist, was Bolon Yogtiku heißt. Da geht es nicht um einen Weltuntergang oder um ein Desaster oder irgendwas, sondern um die Manifestation von Energien in einem wunderschönen Ausmaß. Und wenn man da sich fragt, was das heißt, neun Energien werden sich manifestieren oder neun Götter werden herunterkommen auf unsere Welt, in aller Herrlichkeit, ja, in aller Pracht oder wie auch immer, in aller Schönheit, dann muss man daran auch denken, dass fast alle Pyramiden der Maya in neun Stufen aufgebaut sind. Also die Kal und Palenque und welche Pyramiden auch immer, die es gibt, sind in neun Stufen aufgebaut. Das heißt, diese neun Stufen sind ein Zeichen für uns oder haben die Maya ganz absichtlich so gebaut, weil alle schamanischen Rituale, was man jetzt weiß, haben so stattgefunden, dass der Schamane oder der Schamanenkönig oder der Priester, der dieses Ritual geleitet hat, auf die höchste Stufe gestiegen ist, dort seine Eingebungen gehabt hat und dann wieder heruntergekommen ist und dann den anderen mitgeteilt hat, was er offenbart bekommen hat. Das heißt, diese neunte Stufe ist ganz was Besonderes, ist mehr oder weniger die letzte Stufe zum Abschluss des Kalenders. Das heißt, dass sich die Entwicklung der Welt von Anbeginn, mehr oder weniger das, was wir heute als Urknall bezeichnen, bis zum heutigen Tag und darüber hinaus in neun Stufen entwickelt hat, wo jede Stufe eine eigene Qualität gehabt hat. Und wir befinden uns jetzt knapp vor Ende des Kalenders, knapp vor Vollendung dieses Prozesses. Und da geht es nicht darum, dass da Naturkatastrophen eintreten werden. Das passiert auch, ja, weil es um einen kosmischen Prozess geht. Aber es geht darum, dass es um ein Bewusstsein geht. Es geht darum, was wir kapieren. Und es geht darum, dass diese neun Stufen sich jetzt beginnen zu vollenden. Und das, was ich mitgebracht habe, das Einzige, was ich austeilen will, ist der Kalender der Maya, aufgeführt in der sogenannten Kalimann-Matrix, wo es darum geht, in einer zeitlichen Abfolge, wenn sich jeder eins nimmt, dann geht es ganz hoffentlich. Was? Achso, du kriegst auch eins. Ja. Da haben wir noch etwas. Das ist
Ja, das ist, das wirkt einfach ganz gut. Die Maya sagen, der Kalender endet und die Maya sagen, Bolon jockt die Kuh. Ja? Das heißt es. Wobei man aber sicher auch dazu denken muss, dass wir Korschen im Einsatz sind, vier Bücher erhalten und tausend. Ja, und also, das war noch irgendwo sozusagen das, wo man irgendwie vielleicht mal eine Basis hat, genau, von dem, was sie angedacht hatten, aber dass im Grunde wir jetzt irgendwie eine Interpretation von Meier haben, also wo dann alles Mögliche raufgeladen wird, was halt jetzt da ist, irgendwie, das heißt, Apokalypse oder. Also die Frage ist ja auch, was Apokalypse heißt. Apokalypse heißt Endzeit, ja? Was ich nur sagen wollte, ist, ja, ich glaube, dass da halt viel auch damit offen gelassen wird. Ja, ganz genau. Der letzte Weltuntergang war 3200 irgendwas vor Christus. Wann? Nach der Maya-Kalendermethode. 3200. Ungefähr vor Christus, ja? Da war halt ein Durchgang aus und es ist ein neuer begonnen. Dasselbe ist jetzt, es hört einer auf und es beginnt nachher weiter. Die Zeit hört nicht auf und die chronologische Zeit hört nicht auf. Naja, das ist die Frage. Die chronologische wird nicht aufhören, der Long Count hört ja auch nicht auf. Naja, natürlich hört er auf. Die Information habe ich nicht. Also der Long Count ist einfach eine lineare Zählung der Zeit und auf dem notiert der Hart mit 360 plus 5 und in dem notiert der Zeugin mit 260. Aber der Long Count hat ja 3340. Das können wir gleich mal, anschauen. Ja, also das, was deine Information ist, sind die 5000 Jahre. Ja. Nein, die 5200 ergeben sich aus Zeugin und Hab, bis die wieder am Anfang sind. Alle 52 Jahre. 365 und 260, die brauchen 52 Jahre und das skaliert sich dann. Genau. Aber das sind mathematische Spielereien. Ja. Das ist eine kosmische Spielerei. Es ist eine kosmische Spielerei, aber das Problem mit der Zeit ist ja, dass Zeit ein Begriff ist, den wir Menschen hineinbringen. Nein, das ist was Archaisches. Und 3200 vor Christus, das letzte Mal sowas war. Da war kein Weltuntergang. Nein, ich glaube, es ist was anderes passiert. Es wird etwas passiert sein und es passiert wieder etwas, aber es ist nicht ein Aus. Nein, das geht nicht. Um auf das Bezug zu nehmen mit Apokalypse und anders. Ich weiß nicht, ob Sie... Morgen ist Samstag, anders. Ob Sie das wissen, aber der Doktor muss Sie abholen, es ist vom Mars gegangen. Und er fragt, ob wir nicht, also den... Let's work together. Ob wir da, also hat ein bisschen ein Gespräch gehabt, ob man nicht den Maya-Kalender irgendwie auch integrieren könnte oder so, ja. Und da hat es dann blöde Geschichten gegeben. Also die katholische Kirche findet das also als Bedrohung. Das kann ich nicht. Aber genau deswegen sind die Mayan Elders, weil der Agulis beim Papst war, sind die Mayan Elders zur UNO gegangen und auch zum Papst und gesagt, leave our calendar alone. Ja. Das ist also wesentlich für mich wäre wesentlich zu unterscheiden zwischen qualitativer Zeit, das wäre eben das Tolkien, was eben auch ist Astrologie, was eben auch ist der hinduistische Kalender, was auch ist der islamische Kalender oder Aspekte und chronologischer Zeit. Da gab es in unserer Kultur eine Teilung. Wir leben mit rein, ja genau, wir leben mit einer rein chronologischen Zeit und die ist nicht in der Lage, Zeitqualität darzustellen. Und der Maya-Kalender ist ein unendlich einfaches System eigentlich, um Zeitqualität brauchbar in den Alltag zu bringen. Das ist das Einfachste, was ich kenne. Und das Universellste, was ich kenne. Astrologie ist ungleich komplizierter. Und die... Also wir haben bei den Griechen, das muss eh ungefähr gewesen sein, 3000 vor Christus, wo die in unserer Kultur... Kronos und Kairos. Genau, Kronos und Kairos, wo Kronos gestorben ist. Und nein, Kronos ist... Kairos ist gestorben und Kronos hat überlebt. Qualitative Zeit, da linear keine, also eine lineare Entwicklung und keine dynamische mehr. Und jetzt schleift sich so, über das Jahrhundert, jetzt schleift sich Zeitqualität als Begriff wieder ein. Und siehe da mit dem
das ergänzt etwas Wichtiges, das sehr, sehr wichtig ist. Also das ist ja, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, wo wir hin, wo man annehmen könnte, dass wir hingehen, ist, dass wir weggehen von der äußeren Zeitrechnung in uns hinein und nicht mehr sozusagen der Illusion Zeit Sklave sind, genau, sondern dass wir diese Zeitqualität über das Gefühl, die Intuition spüren und fühlen. Die Zeit. Das bringt uns zum Sein. Und das, was das heißt, ist mehr oder weniger eine unendliche Gegenwart. Genau. Okay. Also das, was und das ist die und so eine Zeit dahin. Ja, genau. Das ist die Halleluja. Na wirklich. Ja, eh. Gott sei Dank, endlich nur Gegenwart. Ja. Bravo. Das ist das Ende, wenn man sagt, das Ende der Zeit, heißt das für mich genau das. Das ist das, was man im Buddhismus halt immer versucht, in der Meditation immer wieder zu erlangen, ist die unendliche Gegenwart, nicht? Und das Austreten aus den linearen Zeitformen, die vorgegeben sind, sondern immer wieder in die Gegenwart zu kommen, und immer wieder ins Jetzt zu kommen. Und jetzt sind wir hier und das passiert halt überall dort das große Chaos, die der Zeit außen folgen, und diejenigen, die einem inneren Zeitgefühl folgen oder ihrer Intuition, denen wird eigentlich eh zunehmend besser. Und wahrscheinlich nehme ich an, ist es seit 2012 dann überhaupt nicht mehr möglich, anders zu leben, ja, oder zunehmend. Schauen wir mal, hoffen wir es. Schauen wir mal, unter Schwerten schauen wir mal. Oder sagen wir mal, eine kritische Masse ist sozusagen. Es ist ja jetzt schon im Gange, ja. Aber jetzt sind auch politisch noch so viele, die was zu sagen haben. Also die Mächtigen bedienen sich diesen nach wie vor diesen. Irgendwas muss schon passieren mit den Bürokraten, oder? Weil sonst kann es nicht weitergehen. So. Was sagst du? Mit den Bürokraten muss schon was passieren, weil sonst geht es ja da nicht weiter. Denke mal, ja. Wenn sich die Linie nicht aufhört, dann kann man in der Linie nicht auch weiterarbeiten. Ja. Das ist halt für alle dann in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird neu gewürzt. Kann man sagen, Ende der Illusion Zeit. Ja, endlich. Sehr gut. Ja, wobei die Hin, dass das noch ausweiten bis 2050, dass das dauern wird. Das ist die Frage. Nicht? Also es gibt ja Endzeit-Visionen in jeder Kultur. Das, was den Maya-Kalender so spannend macht, ist, dass er so detailliert. Haben wir alle? Natürlich, das Christentum. Apokalypse. Das ist schon. Ah, jetzt hier ein paar Mal. Die Christen haben schon. Die Juden warten bis heute auf den Messias. Die Christen haben den Messias schon und warten auf die Wiederkunft des Messias, und irgendwann wird es soweit sein. Alle warten. Alle warten, ja. Alle warten jetzt. Vielleicht morgen. Ich könnte auch lange warten. Aber das, was so interessant ist, ist, dass die Maya, aufgrund dessen, dass sie im Westen der Welt gelebt haben, ja, da kommen wir jetzt nachher dann auch dazu, dass der Maya-Kalender nicht nur eine zeitliche, sondern auch einen raumzeitlichen Rahmen gibt für Evolution, besonders analytisch waren. Und das, was die an linearer Zeit analysiert haben und wie der Zeitablauf entsteht, so präzise waren, wie Juden und Christen niemals gewesen sind, weil die Christen haben kurz nach der Hinrichtung von Jesus schon wieder geglaubt, dass er bald wiederkommt. Ja? Nein, das ist so, man kann es so interpretieren, aber ja. Da gibt es ganz andere Interpretationen auch, ja, aber schlüssiger sehen. Ja, aber das hat es auch gegeben. Also das ist so willkürlich. Also ich finde es wichtig zu unterscheiden zwischen System und dem, der interpretiert. Die Systeme sind gut. Außerdem haben es 300 Wörter zu tun.
Im Mittelalter, Karl der Große oder was? Ja, ja, das ist die Frage. Nein, also es geht uns jetzt und wir werden geschissen. Das ist irgendwie so eine... Das ist echt klar. Das ist eine Schicht. Das geht zu Ende. Das hört jetzt nämlich auf. Das wird nicht mehr gehört. Das was... Das... Das, was Kallemann in dieser Matrix zusammengefasst hat, sind die letzten vier von den sogenannten Unterwelten von den Neuen. Also wenn man sich daran erinnert, dass die Maya Pyramiden gebaut haben, die 9 Stufen hoch sind, waren die geweiht den 9 Unterwelten. Wenn man sich überlegt, was das heißen soll, 9 Unterwelten, kommt man in unserem Verständnis gleich bei Unterwelt auf Hölle, wo sich dann die Frage stellt, was hätte es für einen Sinn, Pyramiden für Höllen zu bauen? Und dementsprechend Unterwelt nicht in einer qualitativen Weise gemeint ist als gut-böse, sondern einfach ein Entwicklungsschritt. Das heißt, das sind 9 Entwicklungsschritte, die sich akkumulieren und wo wir jetzt den 9. erreicht haben. Und das, was Kallemann gemacht hat, ist, dass er die 4 letzten Unterwelten aufgeschlüsselt hat und benannt hat, und zwar die 4 letzten Unterwelten deswegen, weil das die Zeit ist, wo laut dem Maya-Kalender die Zeit begann. Also wo sowas in unserem Geschichtsverständnis, sowas wie Zivilisation begonnen hat. Die 5 ersten Unterwelten, die 5 ersten Stufen sind eine Entwicklung der Welt im Biologischen, bis zur Entstehung des Menschen und bis zu dem, was in der Bibel steht, der Mensch im Paradies. Adam und Eva im Paradies, das ist das, was Kallemann dann regionale Unterwelt nennt, das ist die letzte, die 5. Unterwelt, bevor es zur Zivilisation kommt. Und dann, vor 5125 Jahren, ganz genau 3115 vor Christus, passiert irgendwas. Und das ist in den Maya-Inschriften benannt als der Tag, und zwar genau der 11.8., wenn man das heute zurückrechnet, ist der 11. August 3115 vor Christus der Tag, an dem die Zeit begann. Da gibt es eine Inschrift, die sagt, da hat der erste Vater den Weltenbaum aufgepflanzt oder eingepflanzt oder aufgestellt oder wie auch immer. Da ist irgendwas passiert. Und von unserem Verständnis her ist es sehr leicht verständlich, das war der Fall aus dem Paradies. Der jüdische Kalender beginnt knapp früher, ein paar hundert Jahre früher, mit dem Fall aus dem Paradies. 3115 vor Christus ist ungefähr die Zeit, wo wir heute wissen, wo die ersten Zivilisationen entstanden sind. In Ägypten, der Beginn von Ägypten als eigenständige Nation, in Mesopotamien die Sumerer und die Assyrer, und die ersten Zivilisationen haben sich entwickelt. Und seitdem gibt es menschliche Zivilisation. Das ist natürlich ein Prozess, das ist schon klar, aber die Maya haben das aufgrund ihrer jahrtausendelangen Beobachtung, und man darf nicht vergessen, die Wissenschaft, der wir heute folgen, ja, die ist ca. 200 Jahre alt. Ja. Die moderne Naturwissenschaft ist 200, vielleicht 250, 300 Jahre alt. Wir können uns dann anschauen, was das heißt, in welchem Zeitraum des Maya-Kalenders das entstanden ist. Und wenn man daran denkt, dass die Entwicklung des Kalendersystems der Maya
tausende Jahre gedauert hat, nämlich von dem Zeitpunkt, wo die Zeit begann, bis der Tolkien eingeführt wurde, 2500 Jahre später, davon können wir nur träumen in unserer modernen Naturwissenschaft. Von so einer Analyse. Das heißt, das, was Kalemann hier gemacht hat, ist, dass er die vier letzten Unterwelten, die vier letzten Stufen des Kalendersystems der Maya aufgeschlüsselt hat und sie benannt hat, von dem Bewusstsein heraus, das in dieser Welt entstanden ist. Er nennt die sechste Stufe des Maya-Kalenders die nationale Unterwelt, weil sich da begonnen haben, Nationen zu bilden. Ägypten, wie gesagt, als erste Nation, die uns bekannt ist mit dem Zusammenkommen von Unterägypten und Oberägypten, als erste eigenständige Nation, bis hin zum heutigen Tag, ist es darum gegangen, sich selbst als Teil auch einer Nation zu begreifen. Wenn wir heute nach Tschechien gefahren sind, haben wir einen Reisepass mitnehmen müssen, weil wir österreichische Staatsbürger sind. Wegen Schengen. Ja. Wegen dem Wirtschaftsgipfel. Aber deswegen, wir haben einen österreichischen Reisepass. Ja? Wir sind Teil einer Nation. Das hat sich in den letzten 5000 Jahren entwickelt. Das hört sich gerade wieder auf. Gott, ja, ja. Man kann auch ohne Pass, locker ohne Fahren, ich mache das seit über ein Jahr. Meine Sachen. Das geht auch. Ja, ey, wir sind ja auch schon viel weiter. Genau. Wir sind ja auch schon viel weiter. Nur das, was ich in der... Das, was ich... Aber ich weiß nicht, dieses Nationendenken, dass wir weiter sind, das finde ich nämlich als ganz... Das was? Dass wir als Nationendenken weiter sind, finde ich nämlich überhaupt nicht. Also es ist, Europa ist jetzt eine Nation geworden und innerhalb Europa kann man sich bewegen, aber die Nationen, die außen sind, an den Außengrenzen, das sind noch immer die Fremden und... Also, ja, natürlich. National, ja, natürlich. Das stimmt schon. Das verbessert, aufhört. Dieses nationale Denken ist Unfug und hört sich deswegen auf. Wir können uns das ja anschauen, in welcher Entwicklung das im Maya-Kalender im Einklang steht. Ja? Also es hat in der nationalen Unterwelt, das ist die sechste Stufe des Maya-Kalenders, hat das begonnen, dass sich der Mensch mit dem Fall aus dem Paradies nicht mehr im Einklang mit der Natur befunden hat, sondern da ist was passiert, was darüber hinausgeht. Diese babylonische Geschichte. Zum Beispiel auch, ja. Der Turmbau zu Babel. Mhm. Natürlich auch. Davor, das was Kalemann regionale Unterwelt nennt, da hat der Mensch im Paradies gelebt, auf einem ziemlich archaischen Niveau. Mann und Frau waren mehr oder weniger eins. In Verbindung mit der Natur, im Einklang mit der Natur, ohne Zeit, ohne großartige Erkenntnis. Und dann passiert was, und im Maya-Kalender passiert das genau am 11. August 3051 vor Christus, da beginnt plötzlich etwas, was die Bibel dann nennt, den Fall aus dem Paradies. Und das, was interessant ist, ist, dass das nicht nur eine zeitliche Abfolge ist, sondern auch eine qualitative Abfolge. Dass in dieser nationalen Unterwelt ganz bestimmte Phänomene gefördert wurden, nämlich alles das, was man von der östlichen Weisheit her betrachten würde als Yang. Das, was in der nationalen Unterwelt erleuchtet war, war das Yang. Das heißt, die linke Gehirnhälfte, der Westen, das Männliche, das Analytische, das Rationale. Und deswegen haben die letzten 5000 Jahre auch so ausgeschaut, wie sie ausgeschaut haben. Weil 5000 Jahre lang einseitig das Yang erleuchtet war und das Yin, alles was aus dem Osten ist, alles was weiblich ist, alles was synthetisch ist, alles was intuitiv ist,
unterdrückt gewesen ist oder nicht erleuchtet gewesen ist. Seit 5000 Jahren. Seit 5125 Jahren. Also die Geschichte spricht da andere Sprachen. Und was? Seit 5000 Jahren, das ist ein sehr langer Zeitraum. Ich meine, wir haben verschiedene Kulturen, wie Tibeter, es hat Matriarchate gegeben auf Kreta, anderswo, das sind bei weitem nicht so 5000 Jahre alt. Es hat Kulturen gegeben, es hat Schamanismus gegeben. Es hat das immer das die einfachen Leute gegeben, die auch ihre eigene Wirklichkeit hatten und ihr eigenes Dasein, das bei weitem jetzt nicht so furchtbar intellektualisiert hat, die ganzen Zuordnungen, wie kommst du überhaupt, wie läuft denn das lang? Ich meine, Yin und Yang, laut Chinesen, die sind eins, also ein also ständiges Werden und Vergehen, ein ständiges, es sind ständige Wechselwirkungen. Jetzt vom erleuchteten Jahr zu sprechen, also für das erste Mal, aber das muss sagen, es gefällt mir überhaupt nicht. Wie kommst du drauf? Hast du das selbst gemacht? Ich komme darauf, weil in dieser Zeit, in dieser Unterwelt, die 5125 Jahre dauert, bis 2011, also die 3115 vor Christus begonnen hat, diese Gottheiten der Maya, die das Yang, also den Westen, das Männliche, das Rationale, das Analytische fördern, diese Gottheiten im Licht gestanden sind. Na woher willst du das wissen, dass die 5000 Jahre lang im Licht gestanden sind? Na, aber wirklich. Also, weil diese Unterwelt ist. Also, hinduistischen hat Maya-Zeit aber da vor 5000 Jahren angefangen, genauso die Zeit. In hinduistischen, wie die vedischen Schriften gekommen sind. Die vedischen Schriften sind eine direkte Göttin zu uns gekommen. Ja. Und die sind auch genau vor 5100 bis so geschrieben worden. Ja. Genau. Und das, was sich da entwickelt hat. Na, bitte. Das Indische, ja, es hat ja mit ein bisschen umfassend mit Mahayana-Buddhismus beschäftigt und Bücher gelesen. Es hat viele weibliche Gottheiten gegeben, die dann einfach ausgemerzt worden sind und umbenannt wurden. Es ist geschichtlich belegt. Weibliche Gottheiten haben einfach einen männlichen Namen bekommen. Darum geht es ja. Ja, Kala, ja. Aber darum geht es ja. Ich glaube, das waren die letzten 5000 Jahre, dass es das erleuchtete Jahr gegeben hat. Alles das, was das Yang bedeutet, ist in dieser Zeit, dieser Unterwelt massiv gefördert worden. Deswegen haben die letzten 5000 Jahre so ausgeschaut, wie sie ausgeschaut haben. Dass zum Beispiel weibliche Götter in männliche Götter umbenannt wurden. Vielleicht nur ein Trend zwischen Zeitqualität und Interpretation, lokaler Interpretation, dass wir es leichter zum Nehmen machen. Du sagst, es kommt zu einer Verstärkung des Yang. Es kommt zu einer Spaltung. Oder es kommt eigentlich zu einer Spaltung. Es kommt zu einer Spaltung. Ja. Und das wird lokal, individuell unterschiedlich interpretiert, aber es gibt eine Grunddynamik, die das forciert. Genau. Vielleicht ist es einfach nur das Erleuchten von Yang. Aber es ist nicht per se so, dass das Yang jetzt. Nein, das ist nicht. Das ist ja furchtbar. Du meinst, wo ist diese Konzentrierung, diese einseitige Konzentration auf die Ratio, meinst du das? Aber schauen wir, was wir wissen. Ja, natürlich nicht nur auf die Ratio, sondern auch auf das Main. Alles das, was mit Yang. Was sagst du? Alles das, was mit Yang zu tun hat. Du interpretierst ja selber. Die Helligkeit. Ich kann nur sagen, das, was diese Unterwelt, die sechste Welle des Maya-Kalenders, steht unter einer Spaltung zwischen einem erleuchteten und einem im Licht befindlichen Yang
und einem in der Dunkelheit befindlichen Yin. Ja. Ich weiß ungefähr, was du meinst, die Botschaft kommt schon drüber. Aber das ist ein Leuchtturm zu bezeichnen, wie Wenn du dir jetzt aufhängst, ist, dass du glaubst, dass er behauptet, Yang wäre erleuchtet gewesen. Es gibt aber nicht so Erleuchtung, sondern es stand im Licht, der Fokus war darauf. Deswegen ist so viel Licht. Gib mir mal eine Chance. Aber ich kann dir dann auch sagen, dass die achte Unterwelt, die galaktische Unterwelt, wie Kalemann sie nennt, jene erleuchtet war, falls sich das beruhigt. Ja, völliger Unsinn. Ja. Weiter. Es war ja einfach schön. Man könnte ja schon den Leuten Sabine sagen. Sabine. Nein, hey, ich sage erleuchtet. Es geht darum, dass in der sechsten Stufe des Maya-Kalenders es zu einer Spaltung zugunsten des Yangs kommt. Genau, weil das Yang im Licht ist und das Yin im Schatten ist. Okay, ist geklärt. Ja. Okay, jetzt was für die Jenseits zu beschwichtigen. Wenn man sich dann die... Das, was so interessant ist an diesen neuen Unterwelten, ist, dass sie sich dass jede eine eigene Qualität hat. Das heißt, das, was ich jetzt Erleuchtung genannt habe, also die erste Unterwelt, die wir jetzt nicht betrachten, die ersten fünf betrachten wir nicht. Die erste war ganzheitlich erleuchtet, die zweite Yang erleuchtet, die dritte gar nicht, die vierte Yin erleuchtet, die fünfte wieder ganz erleuchtet. Und die sechste ist dann wieder Yang erleuchtet. Das heißt, alles das, was das Yang betrifft, ist in dieser Zeit gefördert worden. 5000 Jahre jeweils? Nein. Nein. Das, was interessant ist, ist, dass jede dieser Stufen auf einer vorigen Stufe aufbaut. Das ist seit 5000 Jahren. Ja, genau. Die sechste ist 9 Stufen. 9 Stufen. Vor 5000 Jahren hat es 9 Stufen. Vor 5000 Jahren hat die sechste Unterwelt begonnen, die dauert eben 5000 Jahre. Und das, was man hier in den letzten vier Unterwelten auch sieht, das kann man rückrechnen auf die ersten fünf auch, jede Stufe ist 20 Mal kürzer als die Stufe, auf der sie steht. Boah, hey, puh, Deutsch. Jede Stufe ist 20 Mal kürzer. Das heißt, die nationale Unterwelt, wie Kalemann sie nennt, dauert 5125 Jahre. Die nächste Stufe dauert nur noch 256 Jahre. Die übernächste dauert dann knapp 13 Jahre. Und die letzte, in der wir uns jetzt seit kurzem befinden, dauert überhaupt nur noch ein halbes Jahr. Watscha, okay. Die Erde ist schon da. Und wenn man das zurückrechnet auf die erste Stufe... Die Erde ist schon da. Was? Die Erde ist schon da. Und wenn man das zurückrechnet auf die erste Stufe, kommt man auf einen Beginn der Zeit oder auf einen Beginn der Entwicklung des Kosmos von 16,4 Milliarden Jahren. Das heißt, die allererste Stufe hat begonnen vor 16,4 Milliarden Jahren. Das entspricht ungefähr dem, was die heutige Wissenschaft als den Urknall annimmt. Die heutige Wissenschaft sagt 15 Milliarden Jahre. Die Maya sagt, vor 16,4 Milliarden Jahren
hat der Kosmos begonnen. Mit der ersten Stufe, die 20 mal 20 mal 20 mal 20 so lange gedauert hat wie die letzte Stufe. Also 9 mal 20 mal. Und dass man jetzt wirklich an dem, dass das dieser Einstieg bis Kalender aus der Finanzkrise 2008. Zum Beispiel, ja. Also das war der Grund, warum ich dann begonnen habe, mich näher damit zu beschäftigen. Das, was interessant ist, dass alle diese, und deswegen ist es eine Matrix, aus Spalten und Zeilen, dass alle diese Unterwelten, alle diese Wellen des Maya-Kalenders sich in 13 verschiedenen Abfolgen entwickeln. Also die beginnen zwar an einem gewissen Punkt und hören alle am selben Punkt auf, aber der Ablauf dazwischen ist wieder mal ein 13er Rhythmus aus 7 Tagen und 6 Nächten dazwischen. Das entspricht auch dem biblischen Schöpfungsgedanken, wo es heißt, der Herrgott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen und in 6 Tagen und am 7. Tage ruhte er. Das ist ganz genau das, was archaisch mit dem Maya-Kalender übereinstimmt. Nur das, was die Bibel nicht betrachtet, sind die Nächte dazwischen. Wenn man die Bibel liest, dann heißt es, es war Abend und es war Morgen, 2. Tag. Es war Abend und es war Morgen, 3. Tag. Die Bibel betrachtet überhaupt nicht die Nächte, weil die Bibel ja auch in der nationalen Unterwelt entstanden ist und mehr oder weniger sich auf das Yang konzentriert hat und dementsprechend die Nächte nicht betrachtet, das betrachten die Maya schon. Und mit 7 Tagen und 6 Nächten dazwischen kommst du genau auf die 13. Und jede dieser Unterwelten geht eben in diesen 13 Schritten vor sich. Und zwar ist das immer eine Aufeinanderfolge von einem Tagesgott, von einem Lichtgott und von einem Gott der Dunkelheit. Das heißt, ein Tag und eine Nacht. Und es folgt wieder ein Tag und dann folgt wieder eine Nacht. Und diese Tage und Nächte sind ebenfalls, klarerweise, weil sie ja Teil dieser Unterwelt sind, 20 Mal länger als die der nächsten Stufe. Wenn ich also jetzt gesagt habe, zum Unmut einiger, dass die nationale Unterwelt Yang erleuchtet war, dann kommen wir als nächstes dann zur planetarischen Unterwelt, wo es um etwas geht, dass sich sowas wie ein Bewusstsein, dass wir ein Globus sind, ein Planet sind, entwickelt hat. Und diese so, von Kalemann sogenannte planetarische Unterwelt war gar nicht erleuchtet. Die war sowohl im Yin als auch im Yang im Schatten. Welche Zeit war das? Von 1755, vom 24.07.1755 bis 2011. Nein, das ist die Neuzeit. Beginnen mit der französischen Revolution, sehr passend. Ja, beginnen mit der Industrialisierung. Ja. Wenn man sich anschaut, man kann das in den Pyramiden natürlich maßstabsgemäß nicht darstellen. Wenn die jede Unterwelt 20 Mal kürzer ist als die, auf der sie steht, dann schaut das schon einmal so aus. Wenn das 20 Mal, wenn man sich denkt, dass das 20 Mal so lang ist wie das letzte, ja? Oder so schauen die dann immer aus. Jede Unterwelt ist 20 Mal länger als die folgende und besteht eben aus 7 Tagen und 6 Nächten, also 13 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? Und alle enden 2011. Sind die Pyramiden aber nicht sehr maßstabsgetreu gebaut worden? Wenn du das schon allein mit der vierten Unterwelt machst, bist am Parkplatz draußen und mit der fünften bist dann schon in, weiß ich nicht, Weidhofen. Und mit der Seegruppe des Bild.
Dementsprechend sind die Pyramiden natürlich nicht maßstabsgetreu aufgebaut. Aber das, um was es geht, ist, dass jede Unterwelt zu ihrem eigenen Sonntag kommt, wo die Energie ruht und wo die Energie mehr oder weniger vollendet ist. Und sobald das in einer Unterwelt der Fall ist, setzt sich die nächste Unterwelt drauf. Und da beginnt ein neuer Quantensprung. Und das ist das, was Kahneman als Biologe an Darwin kritisiert, ist, dass er sagt, Darwin ist völlig falsch, weil es geht nicht um Zufälle, sondern es gibt einen kosmischen Plan, der diese Quantensprünge auch in den unteren Unterwelten, im biologischen, aber dann auch in den oberen Unterwelten, was die menschliche Zivilisation betrifft, wo es einen kosmischen Plan gibt, der im Maya-Kalender nachvollzogen werden kann und dementsprechend es klar ist, warum, wann, was passiert und warum manche Dinge an gewissen Orten nicht passieren können oder unterdrückt sind, weil sie einfach keine Chance haben zu der Zeit, sich zu entwickeln. Also, jede dieser Unterwelten dauert 7 Tage und 6 Nächte, also da schon wieder, ne? Und sobald der Sonntag, also das heißt mehr oder weniger der Beginn der Vollendung an einer Unterwelt vonstatten gegangen ist, beginnt der nächste Quantensprung der nächsten Unterwelt. Und das sieht man hier in dem Kalender. Der Sonntag der nationalen Unterwelt hat 1617 begonnen, 30-jährige Krieg haben heute gesprochen. Und kaum ist das passiert, 1755 beginnt dann die planetarische Unterwelt, die auch wieder bis zum jetzigen Zeitpunkt dauert, also bis zum, alle enden 2011. Das heißt, das Enddatum, das war ein fast jahrelanger Streit zwischen Kahneman und anderen Analytikern des Maya-Kalenders, wann endet der Kalender? Und ein sehr bekanntes Datum ist der 21.12.2012. Zur Wintersonnenwende, weil das ist eine kosmische Konstellation, wo die Erde in einer Konjunktion mit der Sonne und mit dem Zentrum der Milchstraße steht. Und deswegen haben viele geglaubt, dass das Enddatum des Maya-Kalenders ist. Kahneman hat dafür argumentiert, dass er gesagt hat, aufgrund einer Inschrift, einem gespitzten Monument, geht es nicht darum, wann der Kalender endet, sondern das, was wir wissen, ist, wann der Kalender begonnen hat. Nämlich am 11.08.3115 und genau 13 Baktuns, also 360 mal 20 mal 20 Jahre, Tage später, muss der Kalender enden. Und das ist eben am 28.10.2011. Und das ist deswegen inzwischen so bedeutsam, weil, wenn man sich anschaut, ein solcher Tag in der nationalen Unterwelt dauert 400 Jahre. Das ist relativ wurscht, weil die Frequenz noch nicht so hoch ist. Es ist relativ wurscht, ob das 1617 oder 1618 beginnt. Aber für uns ist es schon bedeutsam, ob wir uns jetzt schon in der neunten Welle befinden oder ob die erst nächstes Jahr stattfindet. Ist diese Matrix verständlich? Also sobald der Sonntag erreicht ist, setzt sich die nächste Welle drauf. Der Sonntag der nationalen Unterwelt ist 1617 erreicht. Das heißt 1755, am 24.07.1755 beginnt die planetarische Unterwelt. Die dauert wieder bis 2011. Die hat ihren Sonntag 1992 erreicht. Das war ungefähr hier in der Gegend, weiß man das, der Fall des Ostblocks, der Fall der Sowjetunion. Und 1999 beginnt dann die galaktische Unterwelt. Da ist es schon ganz genau mit Datum beschrieben, am 5.01.1999 beginnt die galaktische Unterwelt, die ist zur Freude der Frauen Yin erleuchtet. Ist auch ein Blödsinn. Alle feministischen Witze. Ja. Naja, Yin ist Yin.
Das versteht auch nicht. Der 10.2011. Ende der Kalender. Ja, okay. Und die andere Geschichte ist mit 21.12.2012 oder so irgendwie. Wie kommen wir da jetzt um damit? Also, das gibt jetzt zwei Daten. Ne? Ja, du bist genau jetzt und schaust, was passiert. Genau. Das, warum es bedeutsam ist, ist für die neunte Welle, für die universale Unterwelt. Kalemann nennt die universale Unterwelt, weil sich da ein universales Bewusstsein entwickelt. Diese, und da hat Kalemann große Schwierigkeiten gehabt, das zu argumentieren von Anfang an, weil er von einem anderen Enddatum ausgeht. Und laut Kalemann hat die letzte Unterwelt, das heißt die neunte Welle des Maya-Kalenders, am 9.3.2011 begonnen. Wenn man von 2012 ausgehen würde, hätte die neunte Unterwelt noch nicht begonnen. Sondern beginnt erst im Juni 2012 oder im Mai 2012. Und das, was interessant ist, ich habe einen Globus mitgebracht. Ich habe dem Kalemann geglaubt, seitdem er die Finanzkrise vorausgesagt hat. Und die Finanzkrise hat er vorausgesagt, aufgrund dessen, dass er gesagt hat, dass die fünfte Nacht, die Freitagnacht des Maya-Kalenders, ist dem Lord of the Darkness geweiht. Das bedeutet Zerstörung. In der Freitagnacht kommt es zu einem, in jeder Unterwelt, zu einem zerstörerischen Prozess. Und das kann man in all diesen Unterwelten nachvollziehen. In der nationalen Unterwelt war die Freitagnacht 434 bis 829. Das ist der Zusammenbruch des Römischen Reichs mit dem Beginn der Völkerwanderung, mit dem Einfall der Hunnen. Und das, was so interessant ist, ist, dass der Islam zum Beispiel im Maya-Kalender auch eine Religion der Nacht ist. Weil der Islam genau in der Freitagnacht, genau in der Nacht der Zerstörung beginnt, und zwar im Mittelpunkt der Freitagnacht, 660 nach Christus, irgend sowas. Da diktiert der Mohammed den Koran. Und Kalemann hat einfach... Was heißt das für den Islam? Das Interessante am Islam ist, dass der Islam in den letzten 10 Jahren so einen Aufschwung genommen hat. Einen? Aufschwung genommen hat. Ja. Das hängt aber ganz, ja. Aber, 10 Jahre vielleicht für Europa, aber richtig, Asien, ja. Afrika... Naja, da geht es, es beginnt der 600 schon, ja. Das ist ja gar keine Frage. Aber weltweit so eine, vor allem auch im Westen, hängt damit zusammen, dass der Islam eine Religion der Nacht ist, im Maya-Kalender, eine Religion des Yin, und gerade in der galaktischen Unterwelt, die 1999 begonnen hat, die Yin erleuchtet war, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, so einen Aufschwung genommen hat. Das kapiere ich überhaupt nicht, aber wie das mit dem Yin und dem, das ist doch so... Die sechste Welle des Maya-Kalenders fördert das Yang. Das habe ich verstanden. Die siebte Welle des Maya-Kalenders, die planetarische Unterwelt, fördert gar nichts. Die ist total unspirituell. Da entsteht ein ganz klarer Materialismus. Die ist überhaupt nicht Yin und überhaupt nicht Yang erleuchtet, sondern die ist ganz im Schatten. Die galaktische Unterwelt ist Yin erleuchtet. Und die universale Unterwelt als letzte Stufe des Maya-Kalenders ist wieder ganzheitlich erleuchtet. Haben die Mayas auch diese Yin-Yang-Zuordnung gehabt? Ja. In welcher Form? In der Form von Ost, West, Mann, Frau, Hell, Dunkel, Göttern. Aber es gibt nicht 4 Himmelsrichtungen und ein Oben und Oben auch. Ja. Gegensätze. Es ist bei Yin und Yang nichts mit Gegensätzen. Ja, es geht um Gegensätze, aber diese biblischen Verordnungen nach Islam, links ist weiblich, negativ, kann man sich vorstellen,
Es geht um einen raumzeitlichen, im Maya-Kalender geht es um eine raumzeitliche Zuordnung. Aber die Dunkelheit im Yang. Deswegen ist Mohammed auch ein Mann. Ja, okay. Also dann haben wir die Dunkelheit im Yang und die Erleuchtung im Yang. Das kommt auf den jeweiligen Abschnitt an. Ja. Jeder Abschnitt hat einen Tag und eine Nacht. Ob genau, und sieben Tage und sechs Nächte. Generell Yang oder generell Yin? Ja, ja. Generell, ja. Immer ist ja alles zwei Stunden. Naja, also wenn irgendwo das Yang erleuchtet ist, dann ist vielleicht auf einer anderen Ebene das Yin erleuchtet. Aber wahrscheinlich. Ja, ist das da ist ja alles in Stufen und in Ebenen auch. Eine wahre Polarisierung, eine wirkliche Konzentrierung auf einen Ton würde den Tod bedeuten. Es geht nur darum, dass der Maya-Kalender von Energien spricht. Ja? Und manche Energien sind gefördert zu einer gewissen Zeit und manche Energien sind gehemmt zu einer gewissen Zeit. Und das ist nachvollziehbar. Was für mich nicht klar ist, was das dann, wie du vorhin gemeint hast, über den Islam aussagt. Also dass ich mir meine, naja, quasi es passt auch, dass der Islam in dieser Zeit im Schatten ist. Also für mich war es total plausibel, dass der Islam in den letzten 10 Jahren bei uns im Westen so einen Aufschwung und so eine massive Bedeutung bekommen hat. Ja, genau. Warum? Weil, wenn man sich anschaut, zum Beispiel das Christentum ist am Freitag der nationalen Unterwelt entstanden, ja? 40 nach Christus. Da beginnen die Missionsreisen des Paulus, die Evangelien werden geschrieben. Das Christentum ist eine Religion des Freitags im Maya-Kalender. Der Freitag der nationalen Unterwelt. Es ist eine Religion des Lichts. Der Islam ist eine Religion auch des Yang. Des erleuchteten Yang, weil es ja in den letzten 5000 Jahren stattfindet. Ja, also des Yang, ja. Und am Freitag in einer Helligkeit sich entwickelt, in einem Licht sich entwickelt. Aber Islam ist das Yin, das ist eine Yin-Religion. Ja. Weil sich's anders als das Christentum und das Judentum in einer Nacht entwickelt. In einer Nacht der nationalen Unterwelt. Das ist eine Yin-Religion innerhalb einer Yang-Zeitqualität. Mhm. Genau, ja. Mhm. Naja, na eben, sag ich ja, das habe ich vorhin gesagt, aber auf verschiedenen Ebenen haben wir das Yin, das Yang. Das steht ja da. Also, genau. Einfach zu sagen, erleuchtet die letzten 25 Jahre. Beleuchtet. Ich möchte überhaupt nicht über diese Termini streiten. Nein, das war nur eine kleine Scherze. Ja, okay. Das heißt, dass das Christentum eine Kostschule ist. Das ist entstanden in der Zeit, wo sich die nationale Unterwelt im Sinne des Gnostens entwickelt hat. Ja? Und das, was jetzt interessant ist, ist, dass wir uns in der letzten Welle des Maya-Kalenders befinden.
Das sind Qualitäten, das sind Götter. Diese Götter, denen die einzelnen Tage und Nächte geweiht sind, kann man zurückverfolgen auch in eine natürliche Entwicklung einer Pflanze. Oder ja, einer Pflanze eigentlich. Das heißt, es beginnt mit dem Säen, dann kommt das Keimen, das Sprießen, Vermehrung, Knospen, Blühen, Frucht. Also, und der Sonntag ist, also die letzte Einheit dieser jeder Welle, ist das, wo diese Welle zur Frucht kommt. Wo das dann abgeschlossen ist. Und sobald, noch nicht ganz abgeschlossen, weil ganz abgeschlossen ist es, wenn der Kalender vorbei ist. Aber am letzten Tag, wo es in der Bibel heißt, wo Gott ruht, wo eigentlich alles schon getan ist. Und dann setzt sich der nächste Quantensprung drauf. Und das, was mich hat's deswegen interessiert, weil ich ein bisschen skeptisch war dem Enddatum gegenüber. Ja? Dieser Kampf, ob das jetzt der 28.11.2011 ist oder der 21.12.2012. Ist schon bedeutend, weil es gar nicht nur von der Zahl müsste, sondern von dem, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wo befinden wir uns? Befinden wir uns jetzt schon in der 9. Welle oder nicht? Und ich habe beschlossen, dem Kalemann zu glauben, weil der Kalemann eben aufgrund dieser Freitagnacht, und wenn man sich, das ist das, was ich erzählen wollte, wenn man sich die Freitagnacht, also die fünfte Nacht des Maya-Kalenders in jeder Stufe anschaut, sieht man, dass dort wirklich Zerstörung geschehen ist. Also die Völkerwanderung war vielleicht die größte Katastrophe, die über Europa hereingekommen ist. Aber jetzt haben wir auch eine riesengroße Völkerwanderung. Ja. Hey? Ist das auch geschrieben? Käfer für alle. Wir befinden uns schon in einer ganz anderen Bewusstsein. Also es geht ja jetzt schon darum, dass wir beginnen, uns in einem universalen Bewusstsein zu befinden. Wo es eigentlich die Frage ist, was heißt das Nation? Was heißt das? Was heißt das für uns? Es ist eigentlich schon überholt, ja, wir sind ja schon viel weiter. Aber die Völkerwanderung, wie wir sie bezeichnen, mit dem Einfall der Hunnen und was weiß ich, die Germanen sind bis nach die Westgoten und die Ostgoten sind bis nach Spanien und die Vandalen haben Rom zerstört, das war eine Riesenkatastrophe für diesen Kontinent. Das war was Zerstörerisches und genauso die. Für den Westen. Für die zerstört worden sind. Ja. Und meine Völkerwanderung gibt es jetzt gerade ganz, ganz groß, oder? Ja. In Asien, in Afrika. In Afrika werden immer noch Kriege geführt mit diesen Völkerwanderungen. Und ganze Tribes werden immer wieder müssen weiterziehen zu einem anderen Refugee-Camp und dann wieder. Und im Moment eigentlich haben wir die größte Bewegung der Völker in der Geschichte der Erde. Mhm. Wenn man das als Menge sieht. Ja, und wir waren ja auch nie so viel. Ja. Und wir haben noch nie solche Transportmöglichkeiten gehabt. In so schneller Zeit von A nach B, egal wo. Also klar, hast du damit recht, dass es die größte Wanderung überhaupt ist. Aber es ist, ich glaube, der Unterschied zwischen der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert und der Völkerwanderung jetzt ist, dass die Völkerwanderung im 5. Jahrhundert eine Überraschung war. Es gab kein Internet, es gab keine Information darüber, dass der Attila jetzt mit seinen Hunden einfallen wird und dein Dorf platt macht. Weißt du? Also dort sehe ich den Unterschied. Auf dem falschen Fuß erwischt, auf einmal ist er umgekehrt. Das, was hunderte Jahre da war. Und das Römische Reich wurde eindeutig zerstört. Also das größte Reich der damaligen Zivilisation. Das amerikanische Reich zerstört. Genau. Und das ist noch kurz das, was ich mit dem Globus zeigen wollte. Yin und Yang gibt es auch auf dem Globus, wenn man betrachtet, dass der Osten das Yin ist und der Westen das Yang, befinden wir uns in Mitteleuropa genau an der Grenze zwischen Yin und Yang. Und dementsprechend umkämpft war dieser Kontinent im Zuge dieser Timeshifts immer wieder.
Weil plötzlich wird es Tag und dann wird es wieder Nacht und dann wird es wieder Tag und wieder Nacht und dann plötzlich switchen die Energien und dementsprechend umkämpft ist dieser Kontinent und dauernd kriegerisch gewesen in den letzten 5000 Jahren. Also ich tue mir mit Kalimann schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, muss meinen Verstand ein bisschen auf Urlaub schicken, weil ich mich sehr, sehr mit den Zahlen beschäftige. Und dieser 21.12.2012, das ist ja der ganze, ganz spezielle Zahlencode. Ja. Ja, aber es ist ein gregorianischer Zahlencode. Das ist doch völlig irrelevant. Nein, das kann ich nicht. Es geht nicht auf der Kabel. Ja. Vom Tisch. Und dieser Zahlencode, der sagt eine bestimmte Energiequalität aus. So wie 2011 eine bestimmte Energiequalität ist. Ja. 2012 wieder eine neue Energiequalität ist. Auch von dem her, dass also dieses Jahr eben der rote Mond ist, nächstes Jahr der Magier und so weiter. Ja. Ich tue mir ganz, ganz schwer mit diesem Datum, aber ich will eh wurscht. Das, was so interessant ist, Ich hab mir gedacht, ich fange an, zur neunten Welle im Internet ein Tagebuch zu schreiben, zur neunten Welle. Was passiert gerade? Einfach nur zu beobachten, wie ein Tageshüter, der die Tage beobachtet. Und habe begonnen, am 9. März das Tagebuch zu schreiben mit Tag 1. Und war eigentlich am Anfang, mir war es eigentlich wurscht, ja, ob der Kalimann recht hat oder nicht. Ich habe ihm geglaubt, weil die Prognose, die er gemacht hat 2001 und 2003 über die Weltwirtschaftskrise von 2007, 2008 genau gepasst hat. Also der Nutzer damals auch schon so irgendwie der Richtung. Nein, aber nur irgendwie in die Richtung und niemand hat übersetzt, was der wirklich geschrieben hat. Sicher, es kann sein, dass das ein Junkie war, der Nostradamus. Die Maya sagen ja nichts, so wie der Nostradamus, da wird eine schwarze Gestalt erscheinen, sondern es geht darum, dass die Maya Zeitqualitäten, also Kairos, Qualitäten von Zeit beschreiben. Und die Qualität der Freitagnacht ist das, was wir als zerstörerisch wahrnehmen. Na, das ist okay, also diese Einteilung da, das ist okay. Ja, und die hat halt stattgefunden vom 20.11.2007 bis 13.11.2008 und da ist all das zerstört worden, was vorher, zwei Ebenen vorher im Yang aufgebaut wurde, nämlich die Abstraktion von Werten, die rationale Abstraktion von Werten. Das ist keine wertende Aussage jetzt. Verstehe ich dich richtig? Ja. Das ist nur ein chronologischer Kommentar. Genau. Das ist eine Abstraktion. Genauso, wenn man sich anschaut, es ist relativ leicht verständlich bei der planetarischen Unterwelt, die Freitagnacht der planetarischen Unterwelt ist die Nacht der Zerstörung, wie in jeder Unterwelt. Die dauert von 1932 bis 1952. Da braucht man nicht wirklich viel geschichtliches Bewusstsein zu haben, um zu wissen, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Was? Da kommt die Quersumme 5 zu hauen. Ja, möglicherweise, das sagt mir alles nichts. Stimmt, ja. Aber um auf den... Es geht einfach darum, um die Bedeutung der neunten Welle, um die letzte Welle des Maya-Kalenders. Und die hat am 9.3. begonnen und dauert bis zum 28.10. Und diese neunte Welle ist wieder mal 20 Mal schneller und hochfrequenter als die Welle davor. Und das, was, das hat sich natürlich ein bisschen vorbereitet und so weiter, aber hat im Grunde am 9.3. begonnen, da beginnt eine 20-mal höhere Frequenz zu wirken als in den 12 Jahren davor und überhaupt 400 mal frequenter als in der planetarischen Unterwelt 256 Jahre davor. Und
Und was Naturkatastrophe und so weiter betrifft, bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber das, was für mich so interessant war, war das Erdbeben in Japan. Das hat stattgefunden, genau zwei Tage danach. Der Kalemann hat mir nachher erzählt, er hat einen Freund gehabt, der schon am 9. März gesagt hat, da passiert irgendwas. Ja, die Seismographen schlagen aus, irgendwas wird jetzt passieren. Und ein paar Tage später lese ich in der Presse über das Erdbeben von Lissabon und habe mich daran erinnert, dass das Erdbeben von Lissabon 1755 stattgefunden hat. Das Erdbeben von Lissabon war das schwerste, die größte Naturkatastrophe der Neuzeit. Das hat Lissabon zerstört, 100.000 Menschen sind gestorben. Das war ein Erdbeben vor Lissabon, das bis auf den Rotlichtbezirk in Lissabon alles zerstört hat. Einen Tsunami ausgelöst hat, der bis nach Südamerika gegangen ist. Und das Erdbeben war spürbar bis Finnland. Mit 100.000 Toten, was für die damalige Zeit enorm war. Und das war ja nicht das Einzige, was passiert ist, sondern das, was passiert ist, ist, dass sich das Weltbild danach völlig geändert hat. Da sind Voltaire, Goethe und Kant aufgetreten und haben gesagt, das, was vorher gegolten hat, der gütige Gott, der allmächtige, gütige Gott, der die Beste aller Welten schafft, das ist ein Mist, das kann es nicht sein. Ja? Und das, was da begonnen hat, war die planetarische Unterwelt, nämlich die Abkehr von Gott, die Abkehr von der Spiritualität, das gar nicht mehr erleuchtete, Yin und Yang jeweils im Schatten, und der Beginn des Materialismus, der Beginn der Industrialisierung, der Beginn des Kapitalismus in der Form, wie wir es jetzt kennen, Manchester Liberalismus und so weiter. Und das ist eingeleitet worden durch das Erdbeben von Lissabon. Und wenn man sich das anschaut, das Erdbeben von Lissabon hat 1755 stattgefunden am Allerheiligentag. Ganz knapp, nachdem die planetarische Unterwelt begonnen hat. Die genauso wie die 9. Welle, die universale Unterwelt, genauso ganzheitlich war. Eben ganz im Schatten, aber ganzheitlich. Da war nicht Yin erleuchtet, da war nicht Yang erleuchtet, da war damals gar nichts erleuchtet. Und das, was jetzt in der 9. Welle passiert, ist, dass ein Yin und Yang erleuchtet sind. Das heißt, wir nähern uns einem Allbewusstsein, wir nähern uns einem kosmischen Bewusstsein, wir nähern uns einem insgesamt erleuchteten Bewusstsein. Und wenn man sich das Erdbeben von Sendai, Fukushima anschaut, am Globus, hat das... Und wenn man sich erinnert, dass die planetarische Unterwelt genau gegenteilig erleuchtet war, wie die universale Unterwelt, die jetzt begonnen hat, das Erdbeben von Lissabon hat hier stattgefunden, das Erdbeben von Sendai hat hier stattgefunden, am selben Breitengrad und fast ganz genau gegenüber auf der Welt. Und hat die jeweilige Welle eingeläutet. Also es geht schon darum, dass es ein planetarisches, also ein, dass es ein kosmisches Bewusstsein gibt, das wirkt. Ja? Und für mich war es relativ plausibel, der 9. März mit dem Erdbeben von Sendai, dass der 9. März gestimmt hat. Weil kurz danach dieses Erdbeben aufgetreten ist, das nicht nur ein Viertel von Japan zerstört hat und was weiß ich, Japan hat sich 2 Meter Richtung Kontinent bewegt, sondern das Bewusstsein, das damit geschaffen wird, Ausstieg aus der Atomenergie, Ausstieg aus der kapitalistischen Produktion, das hat alles damit begonnen. Wenn man sich ökonomisch anschaut, wo Japan jetzt steht, das wird in den Quartalsberichten im Juli herauskommen, das wird alles mehr oder weniger das, was bisher geherrscht hat, nämlich
die Machbarkeit und der alles ist möglich und wir können uns alles erlauben mit diesem Globus, das ist damit zu einem Ende gekommen. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht bis 11. August? Bis 28.10. Wie es weitergeht, was ich glaube, wie es weitergeht, ist, dass ich völlig überzeugt bin, dass die Freitagnacht, die am 18. August beginnt, wieder eine Nacht der Zerstörung ist. Jo. Gut. In welcher Art? Im Sinn von Struktur zerstören? Ja. Also, Struktur. Also man muss sich überlegen. Wir sind jetzt noch einmal wissen jetzt, was ist gerade erleuchtet oder ist eh nichts erleuchtet? Alles ist erleuchtet. Jetzt ist alles erleuchtet. Ja. Schau an. In der 9. Welle ist alles erleuchtet. Das heißt. Na, das ist die Grundvoraussetzung. Auch in der Nacht, aber in der Nacht ist es ein bisschen, in der Nacht ruht es. Dunkel erleuchtet. Jetzt mein Tag. Und die dauert bis, wann hast du bis 28.10? Bis 28.10.20. Das heißt, du gehst jetzt davon aus, dass die jetzt herrschenden Strukturen zerbrechen. Ja. Herzlich willkommen, ja. Und dann? Innerhalb von 3 Monaten. Werden wir sehen. Ja. Dann werden wir sehen. Also das, wenn man sich die Freitagnacht anschaut. Ja, bis jetzt war es doch so, dass nach der Nacht war im darauffolgenden Jahr war irgendein kolossaler Krieg oder irgendeine schöne Revolution, wo halt ähnlich viele Menschen umkommen. Nein, es geht um eine Qualität. Es geht nicht darum, es geht vor allem auch nicht darum, dass die Tage friedlich sind und die Nächte kriegerisch. Darum geht es nicht. Also zum Beispiel hat der Erste Weltkrieg hat an einem Tag stattgefunden. Na, 1755, 56 war die französische Revolution. 1789, die hat stattgefunden, der Montag nach. Später. Wir könnten ja schauen, was passiert ist in der nationalen Unterwelt. Genau. In der planetaren Unterwelt, in der galaktischen. Deswegen wir schauen, was in dieser Freitagnacht geschehen ist. Diese Qualität wird es dann in geballter Form wahrscheinlich in der universellen Mitte. Müsste sein. Das, was die Qualität der Freitagnacht ist, ist, dass sie die Kräfte, die versuchen zu beharren, zerstört. Genau. Das ist ein glaubensvolles Bravo. Ja. Steinbau. Also, das ist die Demontage-Periode sozusagen. Ja. Auf der Nacht, wo es endgültig Schluss ist mit dem ganzen Buschgerät, der ganze Unsinn. Nein, nicht nur Wirtschaft, sondern System. System, komplett. Das ist so genial. Das ist ja. Ich dachte, ich herrsche. Wenn in unserem Kalender geht es davon aus, dass unser Kalender auch zu Ende und dann fängt er wieder an. Ja. Mir ist das irgendwie bis jetzt noch nicht so, habe ich das gehört, ich weiß nicht, fängt der, also sagen wir Mayas, dass der Kalender irgendwo wieder weit, also von vorne anfängt auf eine Art? Nein, es gibt da mehr. Der Kalender ist aus. Also, Der Kalender ist aus, heißt Volon Yoktiku. Das, was ich vorher gesagt habe. Diese Inschrift gibt es. Mhm. Neun Ebenen werden sich in aller Herrlichkeit manifestieren. Aber nicht, dass der ganze Maya-Kalender wieder von vorne beginnt. Nein, neun Ebenen. Ja, wenn die Zeit aus ist, ist keine Notwendigkeit für einen Kalender da. Brauchen wir nicht mehr. Mein Verständnis nach stirbt Vergangenheit linear und zur Zukunft. Ja. Und überbleibt jetzt. Somit ist Zeit nicht notwendig, somit ist Zeitrechnung ergo auch nicht notwendig. Ja. Und das ist die Qualität, auf die wir jetzt hinsteuern. Genau. Oder in der wir jetzt schon sind. Und das, weil ich habe das Gefühl, viele Menschen befinden sich bereits im Jetzt.